Welcome back to another German Food Review, and it's McDonald's time. McDonald's, and this is sauce number 4. Yep, and 2 burger or sandwich and a burger. And one is McUgly and the other one is McRidiculous. The McRidiculous is the customized one. And McUgly, I don't like this burger, but it's in here. So let's see what we got. Ta-da! Okay, first of all, curly fries. Yeah. Curly fries. That stuff is nice. Curly fries. Okay. Napkins. A bunch of napkins. Very good. And here's the sauce. Yeah, it's all about the sauce. And it's the curry sauce. The only sauce that's left is sweet and sour. Okay. Here you can see the burger. There's McUgly on the bottom. And on top is McRidiculous. Yeah, it doesn't look that ridiculous. I thought it's more. Maybe there's something missing. We have to check that out. And here's McUgly. Yeah, do you like the Big Mac or not? Okay, you can see the McRidiculous McChicken. Triple McChicken. Is that a triple McChicken? That looks a little small. Anyway, here it is. Okay, and that's the regular Big Mac. Calories on the box, 510. Ugly Big Mac sauce. The rest is actually okay-ish, but I don't like the sauce anyway. And here's the sauce, Western sauce again, but we don't need this. But maybe for the Big Mac to make the Big Mac tasty. Maybe. Okay, let's get rid of this here. Nice napkins. So first of all, we have to check out the price. Here's the price. Yeah, actually, I wanted a McChicken menu. They sell the McChicken for €1.99 at the moment. But for a menu, you have to pay €6.99, and that's ridiculous. So I bought a double combo. There are 2 burgers in it for €7.99, so €1 more. So basically, I got this Big Mac for €1, just for fun, just for you. Okay, and that's what it is, the Big Mac double combo and a McChicken classic as a second burger or sandwich with 2 times chicken on it, more, and 2 times cheddar. Is it really a triple chicken? I hope it is, McDonald's. I hope it is. And yeah, curly fries, Western sauce, and a water. Easier to transport. And then I asked for a cup with ice. That's the amount of ice you get from McDonald's. Yeah, should be more. But okay, they give it to you if you ask, right? Otherwise, you have to drink out of this weird container. And that's really hard, so that's... Oh, yeah, it's slippery. I'm strong. Let's pour this in here. They have increased the service, or the people for the service, I think. Very nice, actually. They bring it to you if you eat in the restaurant and such. And then they help you, even if you don't need help. Okay, here it is. Just non-carbonated water. Let's close this up. And let's put the straw in here. And let's check the McRidiculous. I think it's just a... Yep. He forgot a patty. Oh, I hate that, man. Look at this here. How can they forget a patty, man? 2 chicken patties. 1, 2. So it's just a Mac. I mean, and look at what is that. Oh boy, this guy wasn't motivated, I think. Okay, so it's just a double McChicken. Oh, I'm disappointed, McDonald's. I'm really disappointed. Let's check out the Big Mac. Okay, 3-1, here we go. Okay, it looks like a Big Mac, right? Okay, this one is okay. Yeah. Beef patty, pickles, the weird Big Mac sauce. This one looks good, but this here, what the heck is that? I mean, what is up with the cheese here, and why is there 1 patty missing? Yeah, that's not good. Okay, let's do a thumbnail, and then it's eating time. So this is not really McRidiculous, this is McJoke. Okay, this is McJoke. And this here is McUgly. Oh, man. That will be the thumbnail. First of all, a zip of water. Prost. Yeah, 1 patty, €1. And yeah, I can't check the burger in the restaurant for the weird people who write comments all the time. But
Yeah, okay. And yeah, why is the cheese on top of that between the patties? This was clearly a noob. 100%. Oh, wasted stuff. Anyway, it's a double McChicken. This is lame, isn't it? Anyway, let's try it. Here we go. Yeah, tastes like McChicken. Not like chicken, more like this tasty sandwich sauce. This is good. Yeah, but this burger is not worth the price. I want a triple one, and they owe me a triple, a third patty. Here we go. Yeah, I love this sandwich sauce. This one is really good. A Big Mac with this sandwich sauce would be a good Big Mac. Oh, now there's a little bit of chicken flavor. Interesting. Yeah. That's not really Mac ridiculous, right? I want a triple one. And yeah, there are two extra slices of cheese on it. That's on purpose, right? Each slice between one patty and another one. Curly fries, here we go. Mmm. This is good. Yeah, would you bring that back? What would you say if you forgot a patty? And then we just eat it. Just ate it. No. You forgot it. I mean, there's nothing on the bottom. You could just steal the patty. Look at this. Anyway, yeah, it's okay. But it's lame. I wanted a triple one. I mean, it's very easy to bite in this here. It's not very tall, so I guess you could make a quadruple one, or maybe one more. You can add up to four ingredients, so one plus four patties. Here we go. Or maybe he was really new and thought, I have to put on two chicken, not extra, but this is extra stuff here. Very bad. Here we go. Oh. Curry sauce. So is that the same as the curry dip? That would be awesome. It looks like it. Mashed apple on the second place and sugar on the first place. How high is it? 40% sugar. 40% sugar. That's nice. And they call it curry. Could call it sugar sauce. Okay, let's get to McUgly. Yeah, do you like that burger here? Leave a comment. Say proudly yes or no. Okay, what is a Big Mac? I guess you know what a Big Mac is. Sesame seed bun. Tiny patties, and if you add extra patties for the Big Mac, later, 50 cents is one patty. 50 cents. And here's the weird Big Mac sauce. Pickle. Pickles are very nice. And this crappy lettuce. And on the bottom is the same. But one slice of cheese more. Okay. And it's greasy. Roughly 500 calories. Or 510. Let's round it up to 520. Here we go. No. It's not that bad, right? It's edible, but I'm not sure why. I don't like this flavor. Yeah, it tastes just like this sauce, not like the patties. And if you eat it without the sauce, I've done that, then it's actually beef flavor, but with sauce, forget it. Here we go. Nice and soft bun. So make ridiculous. Yeah, two chicken patties are better than one. But actually, I paid for three McDonald's. What's up here? Here we go, tasty curly fries. Oh, this stuff is nice. Yeah.
Not really tasty. Would I buy one of those burgers off camera? No. A chicken burger from McDonald's, okay, if you don't like beef for whatever reason, okay, maybe, but no. Not good enough. But it's not that bad, and maybe you like this flavor here. And yeah, one thing is really nice, this sandwich sauce here is super creamy. It's more creamy than mayo. This is a very good sauce. That's why it's an okay-ish burger, but not good enough for off-camera eating. This one here, yeah, without the sauce and the coupon, maybe. Maybe doner meat, here we go. Has a nice size, right? The proper size. Okay, though, there's no sauce, that's nice. I like the pickles. Oh. Give one tiny bite. More. Yeah, rating for McDonald's, 90%. 99 for this burger, maybe less. I don't like the sauce. I just don't like the sauce. The burger itself, okay. And this one here, you also thumbs up. It's not the best chicken patty on this planet, but this sauce is nice. This cheese on top is completely useless. It should be between the patties. The chicken, your average bun is okay. And the sandwich sauce, extremely good. This here is extremely good, 110%, and water is just water. Prost. Thumbs up for the water. They have to check out this curry sauce. Yeah, what should I do with this curry sauce? Please leave a comment if you have an idea. Thank you. Thanks for watching. I'll continue in German. So, es gibt zwei Burger oder ein Sandwich und ein Burger von McDonald's und McDonald's hat wieder mal enttäuscht. Leider. Das ist einmal ein McUgly und ein McRidiculous. Und ja, welcher ist McUgly? Könnt ihr euch sicherlich vorstellen, das ist McUgly, ein Big Mac. Ja, bekommt einfach den Namen McUgly. Und das hier ist McRidiculous, das ist aber eher McJoke, denn das ist nicht richtig der McRidiculous, den ich haben wollte. Das sollte eigentlich ein Triple Chicken, McChicken sein. Hier seht ihr es auch. Zwei Chicken, zwei Cheddar. Aber es sind nur zwei Patties drauf, ja. Entweder war ein richtiger Noob am Werk, der dachte, das hier muss er da einfach nur drauf machen. Das hier ist aber extra, ja, das muss man dazu machen. Das, was auf dem normalen Burger schon drauf ist, oder Sandwich. Wie auch immer, man sieht schon daran, dass er nicht so viel Erfahrung hatte, denn beide Scheiben, beide Käsescheiben sind oben. Die sollten natürlich zwischen die Patties. Dafür ist der Käse da. Okay, ja, hier seht ihr das Brötchen. Und es sind einfach nur zwei. Es sollte eigentlich größer sein. Man kann bis zu fünf drauf machen. Aber okay, man kann es auch ohne Käse essen. Und vielleicht mache ich mal einen Fünfer oder so. Mal sehen. Auf jeden Fall seht ihr die Chicken Patties. Ist gar nicht so hoch, wie ich dachte. Ein Triple, da könnte man, glaube ich, auch ohne Probleme reinbeißen. Ja, hier seht ihr das Chicken. Und der Käse, der ist da oben total verloren, total nutzlos. Dazu gibt es ein Vio Blue. Und Curly Fries, mit denen wir mal anfangen. Here we go. Mmh. Das ist nice. Ja, sehr gut. Immer wieder. Ja, wenn man ein Menü kauft und Vio Blue nimmt, keine Ahnung, ob das jemand macht, aber ich habe es gemacht, dann bekommt man nur dieses Ding hier. Und da muss man extra nachfragen nach einem Becher. Ich habe gesagt, ich hätte gerne einen Becher mit Eis und einem Deckel und einem Strohhalm. Das hat man dann bekommen. Ich glaube sogar, die haben das Personal aufgestockt. Da läuft immer eine rum. In jedem und berät jeden. Und wenn man etwas länger an dieser Maschine steht, wird man auch beraten. Weil ich habe mir weit überlegt. Eigentlich wollte ich nur diesen Burger haben. Der kostet ja 1,99 im Moment. Aber wenn man ein Menü kauft, bezahlt man 6,99. So hätte man quasi 5 Euro hierfür bezahlt. Und für die Curly Fries, da dachte ich, nee, da bezahle ich lieber 1 Euro mehr und habe noch einen Big Mac, okay. Auch sinnlos, weil es geht ja um diese Soße hier. Die bekommt man nur mit einem Menü. Diesmal gibt es die Currysoße. Ja, und guckt euch das mal hier an. 40% Zucker. Aber kein Fett.
Das ist interessant, oder? Zweite Zutat ist Apfelmus. Ja, ich weiß nicht, ob das genau dieselbe ist wie im Dip. Wenn ja, die schmeckt geil. Okay, Wasser mit ein bisschen Eis. Ist auf jeden Fall zu wenig Eis, brauchst. Aber das Wasser war schon gekühlt. Aus diesem komischen Container hier kann man nicht trinken. Ja, kommen wir mal zu dem Burger hier. McJoke. Ja, eigentlich wollte ich McRidiculous. Jetzt schulden die mir 1 Euro. 1 Euro kostet ein Patty und 30 Cent für den Cheddar-Käse. Die Sandwich-Soße, die hier drauf ist, ist sehr lecker. Die gefällt mir gut. Ist eine meiner Lieblingssoßen. Die würde ich auch, denke ich mal, auf meinen Favoritenburger auch machen. Der würde nicht nur von McDonald's sein. Ja, Brötchen noch dazu. Und here we go. Ja, schmeckt wie ein McChicken. Sehr schön cremig, das ist nice. Aber ja, schmeckt nicht so gut wie ein richtiger geiler Chicken Burger. Aber ist jetzt auch nicht so schlecht wie der McUgly. Here we go. Das gehört auch noch dazu. Sehr nice. Brauche ich sogar. Ja, kann man so essen. Es ist salzig, so ein bisschen Chicken-Aroma ist da. Schmeckt nicht schlecht, aber ist jetzt nicht so wirklich aufregend. Wird nie zu meinem Lieblingsburger. Würde ich auch nicht off-camera kaufen. Naja, genauso wie bei Burger King, den Long Chicken, würde ich auch nicht. Oh, abfliege. Ja, dann kommen wir mal zum McUgly. Warum ist das McUgly? Eigentlich ist er gar nicht so schlimm. Wenn man ihn ohne Soße isst, geht sogar. Ja, aber diese Soße hier macht für mich alles kaputt. Wenn ihr diese Soße liebt, dann ist das so. Ich hasse sie. Ja, ein so ein Patty hier kostet 50 Cent, wenn man noch mehr drauf machen will. Dann seht ihr hier ein Sesambrötchen. Und oh, zwei Gurken. Die Gurken sind lecker. Dann dieser komische Salat, den mag ich auch nicht. Nicht vom Geschmack her, sondern der ist einfach nur nervig. Und ja, die olle Big Mac Soße. Okay. Und unten ist dasselbe, nur mit einer Scheibe Käse noch garniert. Jetzt werden wir mal einen McUgly reinbeißen. Ah. Hm. Stellt euch euer Essen vor, oder euer meistgehasstes Essen, was ihr überhaupt nicht anrühren würdet. Ja, so ekelhaft ist die Soße jetzt nicht. Man kann sie schon essen, sieht man ja auch. Ich weiß nicht, aber dieses Aroma ist so komisch. Das mag ich nicht. Aber der Burger hat eine schöne Größe. Die kann man so schön halten. Eine optimale Größe auf jeden Fall. Und ja, man könnte noch was Besseres aus dem machen. Mache ich vielleicht irgendwann mal. Here we go. Aber die Soße macht für mich alles kaputt. Ja, deshalb ist es McUgly. Here we go, curly fries. McAwesome. Lauter kleine McAwesomes. Mm. Ist noch Eis drin? Nee, ist weg. Ja, was soll ich mit dieser Soße machen? Wo würdet ihr eine Currysoße drauf machen? Soll ich die als Tipp benutzen? Wenn euch was einfällt, schreibt mal einen Kommentar, was könnte man mit einer Currysoße machen oder was für einen Burger. Oh, weiß ich nicht. Schreibt einen Kommentar. Prost. Verdammt schon alle. Oh Mist, zu wenig Wasser. Ja, ist wieder so warm raus, aber ich glaube, es fängt an zu regnen. Ist trotzdem noch warm. So, wer ist besser, McUgly oder Mac? Ja, Joke, not ridiculous. Ich mag Beef mehr als dieses Chicken. Ich liebe diese Sandwich-Soße. Ich hasse die Big Mac-Soße. So unentschieden. Ja, der Käse ist total verloren. Ja, die müssen schon mitdenken, wenn sie so einen Burger hier machen. Here we go. Ich meine, die drucken das doch hier extra aus. Ich habe keine Ahnung, wie es da hinten aussieht. Aber hier steht extra auf, zweimal Chicken. Wie kann man denn ein Patty vergessen, wenn man schon extra Patties drauf macht? Bestimmt war es nicht fertig gegrillt. Frittiert. Here we go. Müsste preisen übrigens.
Das war ein Doppel-Big-Mac-Menü. Da gibt es bei diesem Automaten Doppel-Big-Mac-Menüs. Da würde man für einen zweiten Burger 7,99 bezahlen, anstatt 6,99, also 1 Euro mehr. Dafür kann man sich einen zweiten Burger nach Wahl aussuchen. Nur die Standard-Burger, sowas wie McChicken und so. Royal DS und so. Ja, dafür bezahlt ihr 7,90 und wenn man dann noch zweimal Chicken drauf macht und einmal Cheddar, dann bezahlt man insgesamt 10,60 €. Ja, mich haben sie um 1 Euro betrogen, ich bin jetzt beleidigt. Alles klar. Und jetzt werden wir hier McUgly noch, nein, das ist McRidiculous, here we go. Das ist sehr lecker. Das geht auch, allerdings nicht in diesem zugeschnittenen Zustand. Das geht auch. Das schmeckt auch gut. Das ist auch gut. Wo ist denn die Soße? Trauen sich nicht zu zeigen. Ah doch, hier ist die Soße. Die geht nicht. Die soll mal da drin bleiben. Currysoße, ja, Rating. Dafür gibt es 99% oder weniger. Ist jetzt nicht so schlecht. Aber auf Camera würde ich den nie im Leben kaufen. Nur ohne Soße, mit irgendwas anderem vielleicht. Wenn es Coupons gibt. Dann McRidiculous bekommt so einen Daumen nach oben. Ist jetzt nicht der beste Chicken Burger, aber auch, ja, geht so. So ein Standard-Ding. Würde ich auch nicht auf Kamera kaufen. Oh, fast Curly Fries vergessen. Here we go. Mm. 110. Richtig lecker. Bekommt auch einen Daumen nach oben. Ja, liebt ihr den Big Mac? Ja oder nein? Dann sagt man, beschreibt man einen Kommentar, sagt Bescheid. Sagt stolz, ja, ihr liebt den Big Mac oder nein? Ich mag den Big Mac nicht. Was mögt ihr am Big Mac nicht? Alles klar. Ja, das war nicht so nice. Ein Patty fehlt. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video.